Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Train Simulator 2019. Guten Morgen, Lokführer, und genau, wir haben hier einen kleinen Ersatzzug, den wir heute fahren. Und zwar, genau, sind die regulären Züge kaputt gegangen. Wir fahren jetzt hier mit den Regio-Shuttles, um eben den ganzen Kram hier auf der Strecke weiter zum Laufen zu bekommen. Wir fahren jetzt erstmal hier quasi los zu unserem Startpunkt. Jetzt holen wir erstmal hier sie von unserem Kram noch an und dann können wir hier hoffentlich raus. Ich weiß nicht, ob wir direkt schon raus können oder noch nicht. Wir fahren jetzt hier eben diese... Oh, wunderbar, guck mal. Diese drei Regio-Shuttles hier in Traktion, und genau, mit denen werden wir heute eben einen kleinen Teil der Strecke weiter abfahren. So, guten Tag, Kollege da drüben. So, aber auch interessante Wagen. So, jetzt sind wir hier ein bisschen zurück bei der Geschwindigkeit. Wir haben Ausfahrt. Guck mal, wunderbar. Das heißt, für uns geht es jetzt erstmal leer zu unserem Startpunkt und von dort aus dann eben mit ein paar Fahrgästen durch die Gegend. Also ist Bremse und so ist keine Bremse. Okay. Ich wollte nämlich echt einfach nur rollen. Nur mehr wollte ich gar nicht. So, jetzt geht es uns schön auf die Hauptstrecke. Wir befinden uns auf der Moselstrecke Koblenz-Trier. Und ja, genau, was gibt es eigentlich sonst noch zu sagen? Nicht viel, ne? Wir gucken mal ein bisschen hier rein. Ach ja, Ersatzzug, genau. Das sind wir wohl. So, ab hier dürfen wir dann wieder Streckengeschwindigkeit fahren. Na, ist ja mal ganz gut. Deswegen, Hauptsache, wir kommen da einigermaßen pünktlich an. Am Start mehr will ich eigentlich gar nicht. Und dann sollte das schon irgendwie passen, ne? War ganz schön laut der Zug. Das hat ein Diesel. Gut, die 628 hätte, glaube ich, hier fahren. Das ist auch mal so eine Sache. Wie schnell dürfen wir jetzt eigentlich? 110. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Alle, die keine Ahnung haben, wie mich zum Beispiel. Auch so streckenmäßig 10 Kilometer, 57,8. Jetzt gucken wir gerade mal. Aus 110 dürfen wir ja. Mit 50,6. Das heißt ungefähr bei 47. Nagen wir uns um 48 im Kopf fest. Also bei 48 mal langsam gucken, dass wir irgendeinen Halt erwarten. Und dann von dort aus unsere fröhlich... Ach so, sie fahren, genau. Und dann von dort aus unsere fröhlich fidelen Fahrgäste, die wahrscheinlich nicht ganz so fröhlich und fidel sind, weil der Zug ja zu spät ist, aber... Pst. Irgendwas wird da schon passen. So, es ist aber schwierig, die Geschwindigkeit zu halten, oder ist das normal? Oh ja, gut, müsste irgendwie passen. Guck mal, schön hier, Moseltal, lang schlendern am Fluss. Oh, ist das schön. War das schon ein bisschen her tatsächlich. Da sind wir, was immer ganz schön ist, ist die Rheinstrecke tatsächlich lang zu fahren. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Gibt ja, du kannst da... Ah ja, ja, ist gut. Warte mal, war da jetzt was? Ich habe das nicht gesehen. Sorry, was war da? Ich habe das nicht gesehen. Ich bremse auf jeden Fall mal ein bisschen. Ich weiß nicht, was uns da vorne erwartet. Also, viel langsamer dürfte es halt aber nicht sein, gell? Ja, so 80 vielleicht. Gut, das sind halt je nachdem, wie man sich da langschlängelt. Das ist noch nicht unser Halt. Nein. Nief. Ah, es hat der Zug doch geschafft. Okay. Ja, sie fasst alles gut. 80, Tatsache. Auch haben wir gut geschätzt, oder? Ich bin Profi-Geschwindigkeitenschätzer, der nicht weiß, wie... Achtung, Durchfahrt. So, danke. Ja, ich weiß, wie schnell er fahren darf und dann halt einfach mal 80. Ja, 80 wird schon irgendwie, ne, wird schon irgendwie passen. Halt viel langsamer ist auch tatsächlich halt echt selten. Ja. Bei 80 halt schon süß ist, so im Vergleich zu den ganzen Schnellfahrstrecken. Aber gut, hier ist ja sowieso Regionalverkehr, dann... Oh, zumindest wir machen das gerade. Dann ist es schon mal nicht so schlimm. So, jetzt drücke ich die Siefer schon mal ein bisschen früher. Haha. Also da nicht in die Bredouille kommen. Ja, wunderbar. Ist aber schon... Ich will es nicht sagen sehr dunkel, aber irgendwie schon. Gut. Ich sehe jetzt natürlich sehr viel. Jetzt... Aha, guck mal. Habe ich hier eigentlich auch... Warte mal, I? Nee. Mal gucken, ob wir irgend so eine Instrumentenbeleuchtung haben. Vielleicht hätte ich einfach nur einen anderen Befehl hier. Man weiß es nicht. Ja, ist auch noch da. Ich weiß. So, hier fahren wir jetzt ja nicht rüber. Nee, 120.
Swoosh, das ist immer noch nicht unser Halt. Ja, ich weiß, ich dürfte nicht so früh so schnell fahren. 6 Kilometer haben wir noch. Achtung, Vorsicht. 120, darf ich das überhaupt? Ja, gut, wenn da hier so ein rotes Nupsi ist, dann denke ich mal, dass es auch unsere V-Max ist. Ja, ich denke mal schon. Das sollte irgendwie passen. So, da vorne wieder ein bisschen Tunnelchen. Ja gut, aber 120 ist ja auch eine Geschwindigkeit, ne? Ich meine, der Zug ist wahrscheinlich so tendenziell eher für Nebenstrecken gedacht und nicht dafür ausgelegt, jetzt irgendwie in Dreifachtraktion da irgendwie durch die Gegend zu rauschen. Dafür gibt es dann wahrscheinlich andere Züge, aber so als Ersatzzug macht das natürlich dann doch Sinn. Das vorne lädt aber schon noch, oder? Aber kann sagen. Sichtweiteneinstellung, wuh. Das hat doch echt spät angefangen, also ja, das kann ich jetzt nicht verneinen. So, haben wir jetzt hier auch Strecken? Ne, wir haben keine Geschwindigkeitstäfelchen. Gut, ich meine, Kilometertäfelchen. Piep, das hören wir aber noch. Da sind wir noch geschult drauf. So, ich hoffe mal, wir packen das trotzdem einigermaßen zeitlich. So, 120 wieder ein bisschen hier. Durch diese langen Tunnel durch. Hier ist ein bisschen mehr Licht als da vorne bei uns. Sehr gut, aber es macht da wenig Sinn, im Führerstand Licht zu haben, aber zumindest mit den Instrumenten. Und ich kenne natürlich einfach nur die Tastenkombination dafür nicht. Ja, es ist ja immer ein bisschen anders von Zug zu Zug unterschiedlich. So, das wäre tatsächlich kurz nach der... Okay. Kurz nach Ende des Tunnels wären wir da. Was sagt denn die Zeit? Okay, wir sind 30 Sekunden zu früh da. Ja, gut, aber es ist jetzt ja nicht... Nichts Schlimmes, Verwerfliches, das sollte dann von Abfahrt her auch passen, damit wir nicht 3 Jahre Aufenthalt haben. Gut, wenn wir ein Ersatzzug sind, dann ist der andere ja anscheinend knapp kaputt gegangen. Das sieht mir jetzt aber nach, genau, nach was anderem aus. Genau, jetzt dürfen wir mal ein bisschen runter hier, so. Achso, wir haben das gar nicht. Ups, okay. Gut, dann bremsen wir einfach so runter. Habe ich das nicht im Stehen gemacht oder habe ich es einfach nicht angekriegt? Das kann natürlich sein. Ach, ja gut, okay, dann fahren wir halt. Nur mit Pseudo-PZB. So, ich zwangsbremse mich selber, wenn ich es selber verkackt hätte oder so, ne? Machen wir das irgendwie so. Also da vorne müsste es eigentlich ungefähr unser. Genau, Kilometer rum sein. Dann machen wir unsere 40, damit wir zum Halt kommen. Ach, guck mal, die orangen Dinger. Ist jetzt hier fahren oder ist wahrscheinlich bremsen? Bremse gelöst, Bremse angelegt. Genau. So in der Art habe ich mir das auch gedacht. So, mit unserer 40 hier einigermaßen. Genau, die sind dann ab hier. Ja, mehr oder weniger ab hier. Und das nächste ist dann Halt. Okay, gut, dann werden wir es natürlich so machen. Aber es ist echt immer noch eine schöne Strecke, muss ich sagen. So, PZB bestätigen. Habe ich gesehen. Habt ihr alle gehört. Gut, das Problem ist, wenn ich es übersehe, dann übersehe ich ja auch, dass ich es übersehen habe. Schwierig. Ihr seht das Problem mit dem, ich bin das selber. Naja. Nee, ich kriege jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich. Die Siefer kriege ich noch, aber... Nö, das ist anscheinend... Das ist Geschichte. So, ich rausche jetzt aber nirgendwo rein, gell? Nee, das sieht gut aus. Aber kann sagen, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen nun, aber... Nee. Ah, macht das... Oh, guck mal, jetzt sind wir doch wieder pünktlich. Hab anscheinend ein bisschen getrödelt. So, was ist denn der kaputte Zug? Das ist alles E-Loks, gell? Tatsache, ja. So, wo halten wir denn mal am besten hier? Das ist ein Güterzug und das ist wahrscheinlich eventuell den, den wir ersetzen. Gibt es jetzt irgendwie so einen Punkt, wo ich am besten halte? Man nennt es H. Also ich hätte es hier schon gerne angehalten, weil hier ist halt so ein tolles, fancy, überdachtes... Irgendwas. Ich hab mal auf der Höhe von dem Zug hier, ne? Das wird schon nicht so falsch sein. Wenn auch ohne Haar. Wer möchte unsicher? Theoretisch müsste ich jetzt echt durchfahren, oder? Wenn wir hier keine... Genau, Türchen auf. Ich mach das Sinn, da direkt da drunter zu halten, ne? Also irgendwie... Glaube ich, jetzt auch da das Haar hier. Oder es sind einfach keine mehreren Haars eingebaut, weil ich fahre doch nicht hier vor. Kannst du mir nicht erzählen. Er hält da auch nicht da. Oder hat der andere... Gut, der ist einfach kaputt. Bei ihm ist es wahrscheinlich egal. Ich werde es halt gerne nicht unter der... Da, wo die Leute hochkommen, gehalten. Gut, das steigen sie halt in den dritten Wagen ein.
sollen sie machen? So, jetzt geht's von Kochum. Ach, guck mal, sogar Ansagen. Stimmt! Ich habe mir extra hier für den Zug hier noch so ein komisches kleines Szenario-Paket gekauft. Mit so etwas holländisch anmutenden, klingenden Ansagen. Ja, ich erinnere mich jetzt ganz dunkel wieder. So, guten Tag, Kollege. 143 wahrscheinlich. Ja, müsste eigentlich. Ich bin das nicht so ganz so Profi drin, aber genau. Er hält ja auch da dann hinten, okay. Jetzt haben wir echt ein bisschen Aufenthalt gehabt hier. Ja, okay. Müssen alle Leute einsteigen, naschen. Ich hoffe, das wird dann nicht so. Wir halten dann noch in Zug nicht immer so lang. Das ist ja schon ein bisschen ätzend. Ach, das ist Horn. Guck mal. Okay, cool. Gut zu wissen. Was aber trotzdem nicht heißt, dass ich irgendwie die PCB angeschaltet kriege. Nö. Gut, dann heißt das, bei uns ist einfach Abfahrt. Wunderbärchen. Jetzt bin ich auf die Ansagen gespannt. Ich glaube, wir sind schon mal so ein Szenario gefahren, irgendwie im Köpitzer Berg, aber es ist schon ewig her. Jetzt gucken wir mal, was er so auf uns wartet. Haben wir denn überhaupt Fahrt? Das weiß ich ja gar nicht. Wir überhaupt losfahren dürfen. So vorne ist aber ein bisschen was rot. Wir hatten ja, wobei es war wahrscheinlich dann der entgegenkommende Zug, der uns die Fahrt verweigert hat. Meine Damen und Herren, willkommen in diesem Ersatzzug nach Koblenzer Hauptbahnhof. Unterwegs werden wir auf alle Bahnhöfe anhalten. Geplante Ankunftszeit in Koblenz ist 7.15 Uhr. Im Namen der Deutschen Bahn wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise. Ist das unserer? Das ist unserer, oder? Ja. Ja, das ist, so wie es aussieht, unserer tatsächlich. Ja, der ist rot. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollten, weil es kann ja sein, dass es dann immer zu Problemen in der KI kommt, wenn wir jetzt hier uns den Weg frei tappen, aber macht man nicht, ich weiß. Wir waren ja eigentlich zeitlich gut im Rennen, ne? War eigentlich nicht zu früh. Oh, gut. Klotten, das ist aber irgendwie nicht die richtige Anzeige. Wird weiter nur 40 fahren, wir müssten da vorne ja wahrscheinlich auf das andere Gleis. Haben wir jetzt, ich drücke mal kurz die Siefer und ich guck mal hier kurz da. Ne, da ist nichts auf der Strecke. Okay, gut, dann ist da wohl tatsächlich irgendwie ein Fehlerchen. Sind 40, ja, Tatsache. Wollte schon mal 40 hier lang fahren. Gut, man sieht ein bisschen die Strecke, das ist natürlich jetzt auch eine schöne Sache. Ja, Ich sehe schon, die Fahrgäste werden Spaß haben. Man dürfte denn darüber, das ist auch echt ein blödes Gleis zum. Ach gut, der andere war ja, stimmt, der war ja blockiert durch den anderen Zug. Ein blödes Gleis zum Anhalten. Vor allem für die Richtung, es war wahrscheinlich für die Gegenrichtung gedacht, aber hey. So, dann trinke ich mal ganz kurz einen Schluck, ganz ohne, dass es jemand merkt. Ohne, dass ich es angekündigt hätte. Ja, jetzt im Gegendings fahren, das hat auch irgendwie, naja. Hoffen wir echt, dass wir es dann nicht mit dem Güterzug irgendwie so im. Jetzt habe ich rausgetappt, das war dämlich. Ja, Ersatzzug. Gleis 2. Ich hoffe, wir bekommen da. Ah, da vorne ist eine Weiche. Das ist ja beruhigend. Wir fahren auch so ein bisschen schneller hier. Das ist ja. Gähn. Eine andere Sicht. Ach, guck mal, wir haben sogar noch eine Stehsicht hier. Aber wir sehen jetzt die multiplen Fahrgäste hier im Zug. Da vorne sitzen wir. So, aber über die Weiche drüber hier. Kravusch. So, dann aber Vollgas hier auf zur nächsten Station. So, ab hier hätten wir jetzt genau ein bisschen schneller Fahrt. 100, ja gut, das ist ja schon mal, ist ja schon mal eine Steigerung um ganz viel Prozent. Ja. Es müsste auch bald der Halt gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau, aber der war relativ knapp nach dem Dings. Bekomme ich auch Ansagen mit den Halten oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie verpasse oder so. Ach guck mal, es ist ja gleich, okay.
fahren wir schon mal raus hier. Lassen wir mal den Zug ein bisschen rollen. Also so ein Ersatzzug ist natürlich verspätungstechnisch eh so eine Sache, aber Bowser da nicht übertreiben, ne, dass man da noch ein bisschen arg viel mehr Verspätung sammelt. So, sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen unseren nächsten Bahnhof, dessen Namen ich nicht kenne. Ah, dankeschön. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dankeschön, vielen lieben Dank, dann bin ich da nicht alleine. Gut, dass ich einen mal ein bisschen hinten halten, wie es aussieht. Ja, würde ich zumindest machen, aber das Haar ist wieder da vorne. Lass mich mal interessieren, so offiziell muss ich ja, glaube ich, dann echt hier vor, weil ich habe ja kein anderes, ich habe ja kein anderes Dings hier. Das ist dämlich. So, halt mal halt hier, ne? Konnte ja auch nichts machen. So, das Spiel wollte das so. So. Boah, das hört sich auch echt schlimm an mit den drei Diesel-Dings, siehst du da. So, das haben wir hier immer noch zu. Warum ist er immer noch zu? Aber vielleicht kommt das der Gegenrichtung und der tolle Güterzug, den wir da gesehen haben. Aha, das kann natürlich sein. Mal gucken, wie wir sind. Später zentrieren. Ja, okay, der rollt langsam, aber sicher an. Wunderbärchen. So, und einmal los hier im Text. Guck mal, wir haben sogar hier die Türen. Ah. Nicht schlecht. Haben wir sogar unsere fancy Leuchtedinger. Guck mal, da haben wir noch einen grünen Bahnsteig. Also, wenn man ein bisschen längeren Zug hat, da kann man ja noch auf der Wiese aussteigen. Auf der schönen grünen Wiese. So, nächster Halt steht noch nicht drin. Okay. Beruhigend. Aber zumindest erstmal erst einen Güterzug, den wir dann sehen. Und dann gucken wir mal, was ist denn. Oh, ist das ein Fußball? Schick. Schick, schick. Gefällt mir. Und darum nach oben. Also nicht für das Video, weil das ist schlecht, sondern die Karte ist gut. Ein imaginärer Daumen. Ja, Ersatzzug, das ist durchaus korrekt. Auch wenn wahrscheinlich das Schildern von wegen, wo wir hinfahren, vielleicht ganz sinnvoll wäre, weil ich denke mal, die ganze Welt beherbergt nicht nur einen einzigen Ersatzzug. Aber man weiß es nicht. So. Jetzt hatten wir, glaube ich, unsere 120, genau. Ist auch ein bisschen gerader, macht auch durchaus Sinn. Ich muss echt mal wieder mal spickeln hier. Nicht, dass wir unseren Halt noch verpassen, aber ich meine, dann wäre das halt so. Ich hoffe mal, der macht einfach zeitig die Ansagen, dann kann ich einfach ein bisschen nach den Ansagen gehen. Und wenn nicht, dann nicht. Man könnte überlegen, ob das jetzt eine starke Einschränkung ist mit unserer Geschwindigkeit hier, aber eigentlich, ich meine, Streckengeschwindigkeit ist eh, glaube ich, selten höher. Dann ist das nicht so schlimm, dass jetzt hier mit dem Zug da lang eiern. So, guten Tag. Schick, schick. Ganz viele Cargowagen. So, haben wir jetzt irgendwas in Sicht? Genau, Pommern in 2 Kilometern. Okay. Die Seefahrer auch noch mit dabei. So, dann orientiere ich mich wieder ein bisschen an den Entfernungstäfelchen hier. Immer bei 39,6 ungefähr. Boah. Wenn eben musst du wissen, wo du anhalten sollst, wenn du da kein Streckenbuch oder sowas irgendwo hast, was natürlich sinnvoll wäre, aber naja, ist halt, wenn du Vollprofi bist, wenn du Ersatzzugfahrer bist, hast du so einen Kram natürlich nicht. Da musst du einfach nach Gefühl fahren, ja, wollt eh die Folge gerade beenden, es ist das Spiel halt irgendwie abgeschmiert. Exception, Access Violation, wollt eh nur so 15 Minuten machen, dann passt das gerade ganz gut. ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein, ist jetzt bisher nicht ganz so schönes Ende, ich hätte das jetzt vielleicht an der Station gemacht, aber ich meine, da kann ich jetzt nichts dran ändern, ne? Macht's auf jeden Fall gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.